dancing while the spring's still here. They don't make haste cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung mit dem Dackmobil. Wo sind wir diesmal wieder gelandet? Genau, es fängt mit M an. Wettergarant Mosel. Wir stehen hier in Neef und auf dem Wohnmobilstellplatz zum Frauenberg in Neef. Erste Reihe hat direkt die Mosel vor der Nase, die hinteren die Weinberge. Von hier aus bist du angebunden an das Moselradwegenetz und einer Vielzahl von wunderbaren Wanderwegen. ÖPV, Bahnanschluss haben wir auch. Direkt vorne an ist eine Bushaltestelle und fußläufig ist auch der Bahnhof zu erreichen. Wir zeigen euch mal, wie das hier so abläuft, wenn ihr ankommt. Wir fahren erstmal nach vorne zur Straße, wo das Schild ist, das ihr nicht verpassen dürft, um auf den Platz zu kommen. Wir sind dran vorbeigefahren. Solltet ihr aus der Richtung Zell kommen, kommt ihr von hinten die Straße entlang gefahren und biegt gegenüber von dem Wohnmobilstellplatzschild in die kleine Seitenstraße ein. Kommt ihr aus der Richtung Cochem, müsst ihr hinter Bremen über die Moselbrücke, kommt hier heruntergefahren und seht das Schild und biegt ebenfalls dann hier rechts runter ab. Ihr fahrt an dem großen Parkplatz vorbei. Den Weg zeigen wir euch natürlich jetzt im Video, wie ihr zum Platz kommt und wie es dort weitergeht. Noch ganz kurz zum Ort. Hier gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt am Stellplatz und im Ort einen Weinautomaten. Es haben verschiedene Winzer jetzt in den Sommermonaten geöffnet, wo ihr auch essen, einkehren könnt. Manche mit Snacks, manche ohne. Es gibt 2, 3 Restaurants, Cafés. Es gibt eine wunderschöne Winzerschenke. Wenn ihr hinter dem Bahnhof in die Weinberge geht, der ist ausgeschildert, heißt auch Winzerschenke. Aber ansonsten haben wir hier keine weiteren Einkaufsmöglichkeiten. Da müsst ihr schon rüber nach Bremen, wo es ein Dorflädchen gibt. Frische Brötchen bekommt ihr aber trotzdem. Morgens 8.30 Uhr offiziell, 8.15 Uhr heute auf dem Sonntag kommt das Brötchenauto auf den Platz gefahren, klingelt mehrfach und ihr könnt euch dort Brötchen, Brot und Kuchen erwerben. Wir haben es nicht getan, normalerweise füllen wir es immer mit, aber ihr habt mich diesmal nicht aus dem Bett gekriegt. Sorry. Der Brücke werdet ihr schon herzlich willkommen geheißen zum Wohnmobilstellplatz und auch hier steht schon der Hinweisschild, dass die Fähr- und Entsorgung hier diesen kleinen geschotterten Seitenweg hineingeht. Er befindet sich nicht direkt auf dem Platzgelände. Hier habt ihr die Frischwasserversorgung, wenn ihr einen Schlauch anschließen wollt, plus die Chemietoilettenentsorgung und die Grauwasserentsorgung. Zeigen wir euch gleich. Auf dem Platz haben wir aber auch Wasserzapfstellen und ansonsten keine Möglichkeit, etwas zu entsorgen. Wir fahren jetzt einmal bis hinter die Brücke und dann geht's weiter. Der Stellplatz ist ganz einfach zu handhaben. Ihr kommt angefahren und sucht euch einen Platz aus, der euch gefällt. Es gibt ca. 100 Stellplätze. Kommt drauf an, wie die Abstände der Mitcamper sind. Im Moment wären es vielleicht nur 60. Ihr steht auf fester Wiese, die größtenteils eben ist. In diesem Bereich auch mit dem alten Baumbestand schattig. Es gibt aber auch in dem hinteren Bereich baumfreie Wiesen, wo ihr keinen Schatten habt. Jeder so, wie er es mag. Die Fahrwege im äußeren Bereich sind asphaltiert, gehen aber dann in Schottergrund unter. Zu unserem Aufenthalt war der fest und auch nicht staubig. Wir haben hier so roundabout 20, 24 Grad. Es hat in der Vergangenheit geregnet, es stehen keine Pfützen, alles ist gut befahrbar. Der Platz kostet pro Nacht 12 Euro. Bucht ihr Strom dazu, kostet es nochmal pro Nacht 3 Euro extra. Abgesichert mit 16 Ampere. Wie wird bezahlt? Es kommt zweimal am Tag ein freundlicher Platzwart von der Gemeinde, weil der Stellplatz der Gemeinde Neef gehört, ein freundlicher Herr, der die Stellplatzgebühr kassiert. Er führt Buch darüber und weiß genau, wer auch noch nicht bezahlt hat.
Ihr bekommt von ihm eine Bequittung, die ihr gut sichtbar in euer Fenster hängt. Es können auch für mehrere Tage auf einem Schlag bezahlt werden. Die Bezahlung kann nur in bar erfolgen. Ein EC-Cash-Gerät hat er nicht mit. Also denkt dran, dass ihr entsprechendes Münzgeld mit habt. Er kann aber auch wechseln. Ihr braucht es nicht abgezählt bereit zu haben, was natürlich immer besser ist. Was habe ich vergessen? Eure Hunde sind auf dem Platz erlaubt und im Preis von den 12 Euro inklusive. Die Hundis müsst ihr aber an der Leine mitführen. Gassi-Runden brauche ich euch, glaube ich, nicht zu zeigen, gibt es hier genug. Ansonsten, wenn ihr Kinder mit haben solltet, vorne hinter dem Parkplatz ist ein netter kleiner Spielplatz, auf dem aber auch eine Kiste mit sehr viel Strandspielzeug und Auto, Bulldozer, was die Jungs und Kinder zum Spielen brauchen, benötigen. Da könnt ihr dann auch, wenn ihr Kinder mit haben solltet, nochmal eine kleine Auszeit nehmen. Ansonsten haben wir zum Stellplatz noch zu sagen. Der Stellplatz ist nicht ganzjährig geöffnet. 2024 vom 15.03. bis 17.11. Was schade ist, weil hier in den Adventwochenenden ein wunderschöner kleiner Adventsmarkt stattfindet. Leider Pech gehabt. Dann müssen wir einen anderen Platz suchen. Dann haben wir in den Folgejahren eigentlich immer die Stellplatzzeit Mitte März bis Mitte November. Einfach zu merken. Der Platz verfügt nicht über WLAN, aber in den Stellplatzgebühren ist die Frischwasserentnahme, die Entsorgung des Grauwassers und der Chemietoilette inklusive, wie schon gesagt, eure Hunde natürlich auch und die Abfallentsorgung. Die Abfallentsorgung zeigen wir euch gleich noch. An der Entsorgungsstation fährt der erste jetzt weg. Da war eine kleine Warteschlange. Wir drehen mit euch mal eine kurze Runde über den Platz und dann zeigen wir euch die Strom- und Wasserversorgung auf dem Platz und bevor wir zur Entsorgung fahren. Ach so, genau. Hier unterm Brückenpfeiler gibt es noch einen Weinautomaten, der über kleine Leckereien zum Snacken, Traubensaft und verschiedene Weine verfügt. Und ein Infoboard über die entsprechenden Veranstaltungen hier und Winzer, wo ihr Wein besorgen könnt. Auf den beiden Abschnitten des Stellplatzes gibt es hier nochmal die Frischwasserversorgung für die Entnahme kleinerer Wassermengen. Wie gesagt, hinten unter den Bäumen gibt es diese Versorgungsstation auch noch. Und dann haben wir einmal diese Stromkästen, beziehungsweise wie hinten die blauen. Und wir haben ungefähr, ich weiß nicht, ob für alle Stellplätze, wenn er voll belegt ist und eng gestanden wird, wir haben roundabout, was haben wir gezählt, 80 Steckdosen, ne? So dass eigentlich ungefähr. Für viele oder für die meisten Strom da ist. Viele stehen aber auch autark und nutzen es nicht. Untergrund überwiegend eben. Keile sehen wir hier gerade nicht allzu viel. Wir haben auch keine drauf und von daher. Boden ist auch relativ befestigt, kann natürlich bei dem vielen Regen, den wir jetzt die letzte Zeit hatten, auch entsprechend schon mal was matschiger sein. Die Fahrwege geschottert, habt ihr gesehen. Und die Bahn, ja, sie ist da, sie ist an der Mosel immer wieder präsent. Es gibt einige Plätze, wo die Bahn durch die Tunnel verlaufen. Aber da kommt gerade einer, als wenn ich es gewusst hätte. Wir haben die Regiobahnen, die hörst du nur vorbeisurren, aber es gibt auch Güterverkehr, hat seine Vor- und Nachteile. Ihr könnt natürlich auch die Bahn nutzen, um nach Kochen zu fahren, um bis nach Bernkastel-Kues zu fahren. Die haben auch die Fahrradmitnahmemöglichkeit. Einen Tod muss man sterben, will ich was sehen und vielleicht mobil sein, ohne mein Wohnmobil zu bewegen, weil hier kannst du nicht reservieren oder blockieren. Und bis auf die Güterzüge ist es auch wirklich kaum hörbar. Die Brücke beeinträchtigt dich überhaupt nicht. Da haben wir in Kitzingen was ganz anderes erlebt, wo das DHL-Auslieferungslager morgens um 4 Uhr alle Autos auf die Bahn schickte. Ja, dann sind wir auch schon so weit, dass wir euch den nächsten Punkt zeigen. Es geht zur Abfallentsorgung. Ab
abseits vom Geschehen haben wir unter der Brücke hier die Müllentsorgung in der klassischen Tramform, wie wir sie von zu Hause kennen. Die Station ist nur von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Habt ihr aber Müll, den ihr gerne entsorgen möchtet, außerhalb dieser Uhrzeit, könnt ihr sie hier an den Pinnchen vom Zaun dranhängen. Der Platzwart wirft sie dann morgens in die entsprechenden Container. Daneben haben wir noch Glascontainer. Und was hier zu der Stelle, wo ich gerade stehe, noch zu sagen ist, gestern Abend, auf dem Samstagabend, kamen, ich nenne sie immer die Einheimischen, kamen Winzer hier aus dem Ort, Kästchen Wein und haben Boule gespielt hier auf dem Untergrund. Die haben richtig Spaß gehabt. Ich hätte am liebsten mitgemacht. So, nach Frankreich waren wir ja noch im Thema. Ich werfe mal eben meinen Zettel weg, den brauche ich nicht mehr. Ich habe nämlich euch schon alles gesagt und den Rest habe ich mir gemerkt. Jetzt sind wir auch schon im Entsorgungsbereich. Entweder fahrt ihr mit dem Mobil diese kleine Stichstraße rein, die wir euch bei der Anfahrt schon gezeigt haben. Wollt ihr nur die Kassette wegbringen, könnt ihr diesen kleinen, na klein ist er jetzt nicht, aber diesen Fußweg nutzen und zieht eure Toilette mal eben nach hier rüber. Der ein oder andere hat sich hier so eine Art Sackkarre gebaut. Fand ich ganz gut, gerade für ältere Menschen, die nicht mehr, oder jemand, der nicht mehr so gut zu Fuß ist. Grauwasserablass. Breit, groß, gut anfahrbar. Habe ich recht? Ja. Der Wendehammer ist groß genug, dass du mit deinem Wohnmobil eigentlich hier in einem Zug rumkommst, wenn du bist, ich denke mal 8 Meter, bei 9 Meter musst du vielleicht mal zurücksetzen. Ne? Ja. Dann haben wir auch schon hier auf der rechten Seite die Trinkwasserversorgung, wo ihr euren Wasserschlauch anschließen könnt. Auch hier ist einfaches Prinzip, Wasser ist da. Es spritzt nur furchtbar. Also ihr könnt hier auch... Wenn der Schlauch angeschlossen ist. Nicht mehr. Wenn ihr kleine Mengen entnehmen wollt, macht es lieber hinten, da läuft das Wasser in einem gebündelten Strahl. Daneben haben wir auch schon noch die Chemietoilettenentleerung dafür, den Hebel unten, den Griff unten an dem Deckel hochheben und nicht wie die netten Herrschaften, es waren direkt zwei, es sind verschiedene Handschuhe, die Handschuhe da hinwerfen, da vorne ist der Müllcontainer. Ey Leute, das sind 20 Schritte. Warum? Ja, fragt mich warum? Ihr habt einen Mülleimer an Bord. Nehmt es da, tut es da rein, schmeißt es zu Hause versteht, oder in der nächsten ist falsch, Station weg. Aber ihr fahrt in der Natur, um in der Natur zu sein und dann verschandelt es so, das verstehe ich nicht. Also wir machen ja nun jetzt viele Stellplatzvideos und wir haben verdammt viele gemacht und 80% haben wir Handschuhe an der Chemietoilettenentsorgung. Will keiner haben, wenn ich da hinfahre und sage, ne? Ist egal. Wir haben einen Schlauch für die Kassette zu spülen und dann entsprechend das Spülwasser wieder in dem Schacht zu entsorgen. Bin ich nur auf der Durchreise, dürft ihr diese Station gegen die freiwillige Gebühr von 3 Euro bei der Entsorgung plus Frischwasser hier in dieses kleine Kästchen werfen. Wollt ihr nur entsorgen, kostet 1 Euro, nur Frischwasser sind dann halt 2 Euro für die Menge, die ihr in euren Tank reinblubbern lasst. Ja. Eigentlich wollte ich das Fazit hinten am Platz machen, aber ich bin gerade so in Fahrt. Lasst mir doch mal ein Abo da. Seid ihr auch mit den Handschuhen so einverstanden, dass die da einfach liegen sollen? Schreibt es mir mal in den Kommentaren. Liked mir auch das, was wir hier machen. Oder disliked, wenn es euch nicht gefällt. Weil nur so wissen wir, dass das, wie wir es machen, für euch die richtige Art ist, wie wir einen Stellplatz vorstellen. So, und jetzt sage ich euch noch kurz mit Blick ins Grüne. Unser Fazit zu dem Wohnmobilstellplatz zum Frauenberg in Neef. Der Platz bietet genügend Freiraum. Ich bin ja so ein Freiheitsgefühl-Fanatiker. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Wir werden auch noch einen halben Tag bleiben. Ach so, bleiben, Abreise bis 14, 15 Uhr. Danach kommt der Platzwart und kassiert wieder. Egal wie lange ihr dann bleibt. So, von mir. Ich habe mich wohlgefühlt, er ist ruhig. Wir hatten jetzt das Wochenende einer Veranstaltung hinten im Klosterstuben. Dadurch war Traffic, es fuhr ein Bustransfer, es waren Fußgänger unterwegs. Es war trotzdem relativ ruhig. Und ansonsten, ich habe mega geschlafen. Wir sind volle Punktzahl dabei. Vielen Dank, liebe Gemeinde Neef. Wir kommen gerne wieder. Wir haben uns hier wohlgefühlt.
Und von daher, kommt her, lasst es euch genauso gut gehen, wie es uns an diesem Wochenende gegangen ist. Plant eine Reise der Mosel entlang. Wir haben hier viele Stellplätze schon in unserer Playlist. Schaut hinein, ihr könnt eine gute Tour von Koblenz bis Trier euch daran zusammenstellen. Und jetzt tschüss, bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao, ciao.